Herzlich willkommen, liebe Zuseher, zu einer neuen Ausgabe von Wurzelheimat, dem Talk ins Unbekannte. Mit meiner Co-Moderatorin Susan Freuzheim werden wir heute das Thema Kompass für die Seele erkunden. Und dazu haben wir wundervolle Gäste: Bernhard Reicher, Ursula Embacher, Petra Ralfs und Tino von Onitani, der hier mit dem Manuel Stemp nochmal uns hier eine wunderbare Musik bereiten wird für die Seele. Ja, herzlich willkommen. Genau, auch von mir herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Kompass für die Seele, Ursula. Ich glaube, dass du mit deiner humorvollen Art vielen Menschen schon mal den Kompass neu ausrichtest, wenn die bei dir bei der Tür reingehen, oder? Ja. Ja, das ist stimmt. Ich glaube, dass das der Humor oder mein Humor sehr viele Türen öffnet und vor allem die Herzenstüre. Und das ist ja das, was ich möchte, dass wenn die Menschen zu mir kommen, ihre Herzenstür öffnen und ihre Verstandstür quasi zu schließen. Und deswegen ist dieser Humor, glaube ich, so mir gegeben worden, wenn man das so haben will. Und meine Spirits sind auch sehr humorvoll und wir lachen sehr viel gemeinsam. Ja. Das ist das Spannende dabei, dass die Spirits selber Humor haben, oder? Ja. Die geistige Welt scheint ja wirklich viel zum Humor zu haben, wenn Synchronizitäten passieren, wenn Dinge passieren. Die lassen dir dein Herz einfach mal kurz ausfallen. Du fällst um. Genau. Der Mann findet dich wieder, sagt, oh, jetzt ist meine Frau tot. Was machen wir jetzt? Wiederbeleben. Genau. Und dann sagst du, wo war ich denn? Richtig, richtig. Im Jenseits. Ja, genau. Außerhalb des Körpers. Ja, ich habe mich liegen gesehen und das war irgendwie so, also im Nachhinein denke ich mir, man könnte ja sagen, was ist denn das für eine schiere Person? Nein, aber es war so der Moment zu sagen, so, ich liege da und diese, das beschreibe ich. Hast du gewusst, dass du nicht bist? Weil das ist schon schwierig zu sagen, weil du hast ja kein Bewusstsein in diesem Moment. Ja, du hast ja nur eine Energie, das ist ja nur ein Gefühl. Also es gibt ja da keinen Verstand, der sagt, wie gesagt, was ist denn das für eine Person oder wie schaut denn die aus oder was hat denn die an oder wo ist denn der Raum und was ist da passiert? Das hast du ja in diesem Moment nicht, sondern du hast ja ein Gefühl, das ist so unbeschreiblich, das kann unser Verstand ja in keine Wörter fassen. Das ist wie eine Weite, wie ein nur Licht, nur Glück oder Liebe. Wahrhaftigkeit, Liebe. Ja, genau, so. Das ist genau. Nur schön. Gewasst. Das war schön. Ja, es war schön. Also ich... Und dieser Rückkehrmoment, ja, den habe ich ja nicht so erlebt, wie viele andere das sagen, so diese Entscheidung, gehst du zurück oder nicht, sondern ich war ja dann einfach wieder da. Also wieder mein Aber Körper. Der Humor, der war ja vorher schon da, oder nicht? Also wenn man meine Mutter fragen würde, würde sie sagen, ja, sehr anstrengend. Aber ich glaube, dass sie immer schon sehr humorvoll war, ja. Und weil ja meine Schicksalsschläge ja auch, quasi, ja, ich bin Mensch, ich habe genau dasselbe Thema wie viele andere auch und da geht es ja nur mit Humor, wie soll es denn sonst gehen? Also ganz ehrlich. Ja, sonst verzweifelt man vielleicht. Richtig, ja. Richtig. Und ich habe ja also erstens meine Todgeburt meines Sohnes erlebt, ich habe die erste Leiche quasi in meinem Leben war mein Vater, den ich gesehen habe und ich meine, das sind ja so, oder ich bin zweimal am Kopf operiert worden, lauter so, es war ja auch viel, auch in meinem Leben, ja, aber ich glaube, dass einfach dieser Humor, der einfach wirklich so in mir, ich weiß nicht, mir kommt immer vor, der verdreifacht sich täglich. Der ist einfach so wichtig. Dieser Kompass ist ja eine Neuausrichtung. Ja, genau. Dieses Stillstand des Herzens und des Wiederzurückkommens, haben die später gesagt, jetzt richten wir mal die Ursula neu aus. Ja, genau. Auf was haben Sie denn jetzt ausgerichtet? Ich glaube ganz viel auf mein Leben. Und weil ich war natürlich auch nicht in meinem Leben zu Hause. Sonne? Ja, ich war halt auch irgendwo. Also mein Verstand hat halt auch gesagt, mach das, Ziele. Und ich war ja in der Schulmedizin, also ich war Pharmareferentin, war sehr verkaufsorientiert, also auf Verkaufszahlen. Also nicht, was ich auch so schräg finde, nicht auf die Gesundheit, sondern auf die Verkaufszahlen. Ja. Und das hat sich einfach neu ausgerichtet. Das heißt, mein jetziges Leben ist mein Führer, das Herz. Und der Verstand darf mitgehen darf dabei sein, aber prinzipiell entscheidet mein Herz. Das ist auch gut so. Ja. Stimmt. Ich meine, das wünschen wir uns ja für alle Menschen. Richtig. Wenn das tatsächlich so wäre, wäre es ja mega. Ja. Ja.
Ich glaube, ich weiß, dass du Stimmen im Kopf hast. Ich meine nicht, dass du, wahrscheinlich sind die genauso wie meine und zum Glück genauso lustig wie meine. Aber was genau bedeutet das für dich und wie war das für dich, als du das herausgefunden hast? Spooky, sehr spooky. Und es ist nach wie vor sehr gewöhnungsbedürftig, sagen wir das einmal so, weil am Anfang war das so, Überlegung, ist das mein Verstand, der das sagt? Ja, es ist, das kommt das von mir, diese Wörter? Bis ich dann angefangen habe, am Anfang auch aufzuschreiben, also was sie mir sagen, und dann habe ich das nachher gelesen, oder, na, das ist nicht mein Sprachgebrauch, also, na, das kann nicht sein, und dann irgendwie so, auch das Vertrauen zu gewinnen, weil das kriegst du ja nur durchs Tun, zu sagen, na, das kann nicht von mir sein, und das ist schon so, und wie gesagt, durch das, dass die sehr humorvoll sind, sind sie mir sehr ähnlich, und das war natürlich am Anfang auch ein Problem, ja, bis du das Vertrauen gewinnst, zu sagen, nein, das ist nicht von mir, sondern das ist, ja. Wobei ich tatsächlich sagen muss, ich finde, die geistige Welt ist sehr humorvoll. Ja. Es ist ganz egal, selbst wenn wir Events haben, manchmal sind die Personen, die vor mir sitzen, wirklich mehr im Sterbeprozess, wie die hinten dran waren. Ja. Weil es einfach, die sind total lustig und vorne dran ist alles in der Schwere. Ja. Ja, und das ist ja das Thema, oder? Dass die letzten Jahrtausende wir immer so eine Schwere mitgehabt haben. Ja, das Leben muss schwer sein. Man muss quasi viel arbeiten, damit man sich etwas erarbeitet. Ja, es war ja immer, und bei mir kommen ganz viele Leute auch schon so mit diesem, wie soll ich sagen, dieser Körperhaltung, so, boah, so schwer. Und dann kommen sie bei der Tür rein und dann stehe ich da so. Und dann kennen sie ja gar nicht mehr anders, ja, weil dann müssen sie schon mal einen Palast quasi hinter sich lassen und dann gehen sie schon mal ein bisschen aufrechter und dann haben sie das Gefühl so, ja, also, man, dann setzt sie sich hin, dann wird es ein bisschen wieder schwer, weil ja ich dann immer erzähle, was ich sehe, aber im Prinzip gehen sie dann ein Stückchen wieder leichter mit einer Herzöffnung nach Hause. Es gibt halt immer verschiedene Möglichkeiten, sich zu entscheiden. Richtig, richtig. Und das ist, die Entscheidung ist jedem überlassen. Das ist ja auch so wichtig, dass ja ich nicht, ich bin ja keine, die dann sagt, mach das so oder so, sondern ich gebe einen Impuls und sage, ja. Genau. Fühlst du die Leute denn entdeckt, wenn du gegenüber sitzt und sagst, oh, meine Spirits sagen jetzt gerade, gestern die Stück Kuchen ist jetzt vielleicht weglassen sollen? Ja. Ja, sie fühlen sich, und vor allem, bei mir bucht man ja keinen Urlaub, also ich bin ja nicht für das Schöne zuständig, sondern schon zu diesen, zu sagen, so, hey, wach auf, ja, da mach einmal oder tu einmal, und dann sagen sie, dann sitzen sie manchmal auch so da, so, sie hat was gesagt, was ich nicht sagen wollte, das wirklich, ja, aber das macht's ja aus, und dann wachsen sie ja, und das geht ja, sie sollen ja in ihnen, also quasi in ihrem Selbst wachsen und sagen, ja, eigentlich, ja, ich stehe zu dem, ja, egal was passiert ist, aber ich bin in meiner Kraft. Und das ist das, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann können sie selber entscheiden. Gibst du ihnen oder gebt ihr ihnen, ist es ja vielleicht besser formuliert, noch etwas mit? Also wie eine Übung oder kriegen sie noch was? Ja, also dass ich ja eigentlich ausgebildeter Coach bin, gibt es natürlich Übungen. Also ich mache ja sehr viel Menschliches, nennen wir das so, weil Menschen ja nur übers Sehen glauben. Und deswegen dürfen sie bei mir immer so Übungen machen, so mit, keine Ahnung, also mit sehenden Dingen, Symbolen und so. Und gleichzeitig habe ich ein Kartenset selbst entwickelt. Oh, das hast du dabei? Ich habe das dabei, ja, genau. Kann man da ein Kartenset auch für eine Sendung ziehen? Selbstverständlich, natürlich. Jeder darf eine Karte ziehen, das aber, machst du das aber Glück natürlich. Für uns? Ich mache jetzt die Glücksfee. Glücksfee. Ich ziehe jetzt einfach eine, ohne jetzt hier rumzumischen. Oder ich mische für dich, oder musst du ja selber mischen? Das kommt sicher, das ist völlig egal. Okay. Die geistige Welt macht das. Tada, was haben wir hier? Ja, anders denken, toll. Aber haben wir genau bei dem Thema. Ja, genau. Wie das wieder passt. Geht schon los. Das heißt, auch für die Zuseher, anders denken heißt ja nicht, dass das vorherige Denken falsch war, sondern dass man den Kompass wieder mal auf eine andere Richtung bringt. Ja, genau. Wollen wir mal gucken, was bei dir rauskommt. Ich hab schon, ich war bei der Liebe. Genau. Soll ich eine ziehen? Aber sehr schöne Karte. Ja, das ist so, ich kann nicht malen, das gebe ich zu, aber es war ein Versuch, weil man hat mir die Augen verbunden. Und das heißt, alle 35 Bilder sind aus meiner inneren Welt. Ja, natürlich. Soll ich noch eine ziehen? Selbstverständlich, zieh mal. Okay. Also anders denken hatte ja ich schon. Was? Anders denken hatte ja ich schon. Warte mal. Wohl. Ich bin der Glückspilz. Halleluja. Also. Siehst du? Und das ist ja auch so spannend, weil wie die Karten gemacht habe, haben wir ja nachher immer gedacht,
es gibt ja ein Begleitbuch, wo diese Karten nochmal beschrieben werden. Ja? Und ich habe mir immer gedacht, wie kann man so einen Text schreiben? Weil es war so, dass ja die Karten ich gemalt habe, und dann habe ich jede Karte genommen und habe meinen Spirit zugehört und die haben mir angesagt, was ich schreiben soll. Okay. Und wie ich dann im Nachhinein quasi den Titel der Karte und den Begleittext gelesen habe, verstehe ich nicht. Also, aber sie haben mir das so erklärt. In dem Moment, wo ich die Karte ziehe, ist oben, das da, quasi bin ich dann beschäftigt im Geist, ja. Glückspilz, meinst du, super, ich bin ein Glückspilz. Und währenddessen ich das lese und den Begleittext, kann die Karte über die Seele arbeiten. So, der Multitasking-Spirit-Karte. Genau. Wow. Und das war so, genau, ich meine auch, wow. Es ist auch nach wie vor so, weil jetzt, wenn bei mir eben die Leute kommen, dürfen sie meine Karte ziehen, nämlich immer im Nachhinein. Und dann ist es immer eine Zusammenfassung in dem, was ich gesagt habe. Und dann sind sie immer so fassungslos, ich auch, ja. So, boah, da steht das jetzt schwarz auf weiß, was wir geredet haben, sage ich, ja, genau. Ja, diese Spirits, wenn die mit dir sprechen. Ja. Und hier sind meine Spirits. Sprechen die Spirits mit den Spirits und sagen, die Spirits, sag einmal den Spirits, dass sie das. Es wird kompliziert, aber ja, ja, ich glaube schon. Ja? Ich glaube, dass die sehr wohl miteinander kommunizieren, weil wir haben ja alle einen Begleiter. Mhm. Also nicht so, dass nur du einen hast, wir haben alle einen. Also wir haben mehrere, weil der Schutzengel steht ja da, den sehe ich ja bei jedem, egal bei wem. Ein groß, ein klein und wie auch immer. Aber es gibt immer einen zusätzlichen Begleiter. Die wissen dann schon, wer wann reden darf. Also nicht, dass und da die Begleiter ändern sich ja je nach Lebensphase. Das ist ja auch so. Die wechseln durch? Natürlich. Oh. Die wechseln durch. Das heißt, sie springen, weißt du? Nein, sie springen nicht, aber sie... Lebensabschnittsspirits ist ja ganz was Neues. Ja, voll cool. Für mich ist es tatsächlich ein Team. Also ich habe nicht nur eine Frequenz bei mir, sondern es ist immer ein Team aus Wesen. Ja, bei dir ist es ein bisschen anders, ja. Ach so. Stimmt, ich denke ja auch anders. Irgendwas war... Aber Ursula, bevor wir mit deinen Spirits hier Schlitten fahren, das ist mir jetzt gerade eingefallen, möchten wir gerne zum Bernhard kommen, weil du in deinen Magie-Schule auch mit Symbolen arbeitest. Unter anderem, ja genau. Vor allem, wenn es darum geht, diesen Kompass neu auszurichten. Genau. Das ist eines der Hauptziele der Magie, die eigene Bestimmung zu verwirklichen. Wird auch wahrer Wille genannt oder Thelema oder Augoides oder was man vielleicht so als die Lebensaufgabe kennt. Und eins der wichtigsten Kennzeichen dafür, dass man am Weg ist, es ist leicht, es bereitet Freude, es dient dem Leben, es inspiriert andere. Ja, eben diese protestantische Arbeitsethik, die wir so eingeimpft bekommen haben, dass es nur etwas wert ist, wenn es anstrengend ist. Ja, genau. Blödsinn. Je leichter, je einfacher, je selbstverständlicher und je mehr das auch anderen gibt, umso eher ist der Kompass eingenordet. Dazu helfen Symbole unglaublich gut. Also das ist etwas, was ich anbiete, durch die Arbeit mit Symbolen und Archetypen selber drauf zu kommen, was ist denn meine Bestimmung? Genau. Schön. Es gibt bestimmt unzählig viele Menschen, die genau das wissen wollen. Also wenn sie nichts wissen wollen, aber was die Seelenaufgabe ist, steht an erster Position. Und für mich ist es auch so, dass alleine die Seelenaufgabe schon darin besteht, Dinge, die ich gerne tue. Also es muss jetzt ja nicht zwangsläufig, ich werde morgen Medium sein, im Endeffekt sein, aber es kann zum Beispiel sein, dass ich gerne, male oder putze oder, das ist zwar schwer vorstellbar, aber immerhin. Beppo Straßenkehrer, einer der größten Weisen und Zen der Literaturgeschichte, der hat am liebsten die Straße gefegt, ja? Atemzug, Schritt, Besenstrich. War seine Bestimmung. Also es geht weniger darum, was wir tun. Wir glauben, wir müssten was tun. Es geht immer darum, wer wir sind. Unser wahres Wesen zum Ausdruck zu bringen in der Welt. Und das kann durch viele verschiedene Arten geschehen. Aber es gibt immer einen gemeinsamen Nenner. Und das ist das, wer ich wirklich bin. Nicht das Ego, sondern dieses wahre Wesen, das Selbst, das hindurchstrahlt und in der Welt etwas verändert, was zum Klingen bringt. Jetzt bietet deine Magieschule so einen Kurs an, in dem ich erfahren kann, was mein Seelenweg ist. Ja, genau.
Wie lange brauche ich denn, bis ich weiß, wo mein Seelenweg ist? Es ist ein Seminar, das dauert 2 Tage oder als Coaching 1 Tag, der ist sehr intensiv. Und gehe ich dann weinend raus oder weiß ich's? Meistens lachend. Ich biete das jetzt seit 2004 an, habe mehrere hundert, vielleicht auch über 1000 Leute gehabt immer. Jeder Einzelne geht mit einer ganz eindeutigen Formulierung raus und sagt, ja, natürlich, ist eh so klar. Wie konnte ich das nur vergessen haben? Schön. Das ist natürlich mega. Ja. Würdest du sagen, dass es immer was mit Freude zu tun hat? Weil das ist ja ein Indikator. Ja. Den kann ja jeder für sich selber nachprüfen. Ja. Und viele achten gar nicht drauf. Das fand ich auch so einfach gesagt eben. Aber das ist so einfach, simpel und wirkungsvoll, ja, dass man den Weg nachgehen soll, der Freude macht. Ja. Ich meine, das ist ja wie eine Entlastung für viele Menschen. Es gibt diesen wunderbaren Satz von Joseph Campbell, einem der wichtigsten Mythologen des 20. Jahrhunderts, der gefragt wurde, wie soll man leben? Und er meinte, follow your bliss. Ja. Bliss ist sehr schwer zu übersetzen, aber Glückseligkeit, größte Freude. Das ist die Kompassnadel. Da, wenn wir uns daran orientieren, ja, das heißt nicht, dass es immer einfach ist oder lustig, aber es macht trotzdem Freude. Genau, die Seele ist erfüllt. Ja, ja. Mhm. Pietro, das bist du? Ja, ich habe das gemacht. Mein Leben? Ich bin diesen Weg gegangen, das stimmt. Genau. Vom Körper austreten und Kontakten mit Verstorbenen bis hin zu Vorstandsetagen der Großindustrie. Ja, also wenn ich euch so zuhöre, das habe ich gerade gedacht, habe ich einiges richtig gemacht, ohne das zu wissen. Ja. Ich bin dieser Freude gefolgt oder diesem inneren Impuls. Diesen inneren Impuls. Ja. Hat mich auch einiges gekostet. Also so ein ganz normales Leben in Anführungsstrichen ist das dann nicht geworden. Aber ich habe das gemacht. Gibt es da eine Kompassnadel für, was ist ein normales Leben? Naja, so verheiratet, Kinder, gesellschaftlich etabliert, lange an einem Ort. Weil Daumensätze. Also mir ist das halt mit Anfang 30 geschehen, dass ich auf den Trip kam, so kann ich mal ausprobieren, wie sieht das aus, wenn ich meine Neigung nachgehe, wenn ich diesen Weg meiner Seele gehen will. Ja, so bewusst habe ich das natürlich nicht auf dem Schirm gehabt. Aber dann hat das immer wieder Veränderungen. Also um sich selber zu entwickeln, muss man natürlich auch den Mut haben, sich immer wieder aus Situationen herauszubewegen, die nicht mehr stimmig sind. Boah, also das war so manchmal wirklich auf allen Vieren. Aber dieses innere Gefühl, wahrhaftig sein zu wollen und zu wissen, dass der Schmerz nachlässt, ja, durch den man dann auch manchmal, durch den ich auch durch musste, weil ich loslassen wollte. Also ich, wenn ich schon dabei bin, dann erzähle ich das mal kurz. Ich hatte eben so ein Erlebnis. Ich habe eine Zeit im Vorarlberg gelebt, da habe ich meine zweite Diplomarbeit geschrieben und da gab es so eine Situation, die mich bewogen hat, aus dem Fenster zu gucken und zu sagen, also wenn es da irgendwo draußen an diesem Sternenhimmel einen Gott gibt, ja, dann soll der mir jetzt mal sagen, wie Leben funktioniert. Und ich habe gesagt, ich bin auch bereit, alles dafür zu tun, das wissen zu dürfen. Ja, genau. Oh. Ja, also es war so wirklich von ganzem Herzen, weil ich so Situationen miterlebt habe, die Sterbebegleitung meiner Großmutter, ein paar andere Dinge noch, die wollte ich jetzt hier nicht so breitreten, aber wo ich wollte einfach wissen, warum ist das Leben? Warum geht das so? Was steuert uns eigentlich? Ja? Na, das war ein heißer Weg, der da angefangen hat. Der geht schon 30 Jahre. Und auf diesem Weg habe ich eben sehr viele paranormale Phänomene miterleben dürfen. Und das erfahre ich auch hier in der Runde, dass vieles davon vielleicht sogar sehr besonders war, das wusste ich gar nicht. Ich habe zum Beispiel außerkörperliche Erlebnisse gehabt, wie du es erzählt hast, Ursula, bei vollem Bewusstsein. Also ich wusste, dass ich außerhalb meines Körpers bin und besser gesagt, das habe ich erstmal gar nicht gemerkt. Mhm. Ich habe ja Nepomuk so ein paar Geschichten auch erzählt. Ich hatte da mal nachts Besuch von einer Seele, ein Verstorbener, der mir im Haus öfter begegnet ist, wo ich war, bei meiner Freundin und der hat mich dann mal nachts besucht. Und ich war mit diesem Verstorbenen im Austausch und dann habe ich auf einmal gedacht, komisch, ich habe ja gedacht, ich bin wach und das ist eine reale Szene. Aber auf einmal konnte ich durch diesen Körper von diesem Mann durchgucken und sah auch meine Hände so durchsichtig und habe gedacht, warum ist denn bloß alles so durchsichtig? Und drehe mich um
und sehe mich selbst, also wirklich ganz bewusst, meinen schlafenden Körper hinter mir im Bett liegen. Das heißt, ich hatte mich mit meinem Energiekörper hochgesetzt, also mit meiner Seele, meinem Energiekörper, wie auch immer ich das nenne. Und ich, das kann ich euch gar nicht beschreiben. Also es ist ja noch heute, wenn ich das erzähle, mir stockte der Atem. Ich habe gedacht, oh Gott, ich bin tot. Ja, also ich war natürlich nicht tot, aber ich habe so einen Schreck gekriegt, mich zweimal zu sehen, dass ich natürlich sofort zack im Körper war, mein Bettzeug gerissen habe und bin auf den Flur gerannt und habe immer gerufen, ich habe mich zweimal gesehen. Das war im Haus meiner Freundin, die kam raus, die wusste gar nicht, was sie machen sollte, kam aus ihrem Schlafzimmer. Und dann hat sie mich, also, weil ich mich erst nicht einkriegen konnte, also wenn man sich selber zweimal sieht, das muss man erst mal verstoffwechseln. Ja. Sie hat dann gesagt, ich glaube, ich nehme Weihrauch. Und dann hat sie mit so einem Weihrauchbüschel über mich drüber weggefahren und ich durfte neben ihr im Bett schlafen. Ne? Dann war ich schon mal, also ich war überglücklich, dass mir das passiert ist, aber gleichzeitig auch total von der Rolle, weil mir das passiert war, weil ich das erstmal, und das fällt mir jetzt auf, ich habe also bewusst denken können ohne Körper. Und kommunizieren können ohne Körper und so. Das ist ja dann echt ein Geschenk, ne, ja. Wenn ich da... Aber was ist denn jetzt der Unterschied zum Beispiel zu einem luziden Traum? Da habe ich das auch alles. Ja, also es war richtig stofflich. Also der Unterschied war, dass ich... energetisch hatte ich diese andere Person wahrgenommen. Ich habe telepathisch mit der kommuniziert. Ich wusste, wo ich war. Und der stoffliche Körper war genauso dann anwesend, der lag ja im Bett, aber ich bewohnte den. Das war also realer, würde ich sagen. Mhm. Also es ist schon immer anders, als wenn man jetzt irgendwie was träumt. Kann ich nicht so im Detail erklären. Ich habe es mal in der Pause irgendwann kurz gesagt, das ist, als wenn mit einem Diaprojektor die Pixel von einem Film so im Raum dargestellt werden. Man sieht dann das Bild im Raum, ohne Leinwand, ist ja heute möglich, aber es ist nicht wirklich zum Anfassen. Wenn man hingeht, dann greift man durch. Ja, so kann man sich das vorstellen. Fand ich schon besonders. Tino, hast du die auch schon zweimal gesehen? Nee, es genügt einmal. Wenn ich voll... Umfänglich zufrieden, wenn ich mich einmal sehe. Nein. Weil du hast ja auch einen Kompass für die Seele neu ausgerichtet, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Bist du ja eigentlich leidenschaftlicher Musiker? Ich bin, die Musik, die ich mache, die ist meine Berufung. Ich habe sie gefunden und zwar dieses Bild von da auf der Bühne, ihr werdet das nachher sehen, hatte ich eigentlich schon als 10-jähriger Bub. Ich wusste, dass ich eines Tages vor Leuten spielen werde. Ich wusste nicht was und das weiß ich heute noch nicht und das ist gut so. Das ist wunderbar, das passt ja auch alles zu dieser Thematik von der Seele, von der Seelenmusik und ich freue mich wirklich drauf, immer wieder diese Berufung leben zu dürfen. Ja. Aber wie wusstest du denn, dass es jetzt Seelenmusik ist? Es hätte ja auch klassische Musik sein können oder ja, das weiß ich heute noch nicht. Nein, ich habe diesen Ausdruck Seelenmusik, wir wussten am Anfang auch nicht genau, was es war. Ich habe natürlich mein Leben lang immer Musik gemacht und über Militärmusik und klassische Musik, über Kirchenchor und irgendwann noch dann die eigene Musik dann vertont und so und Gedichte vertont von meiner Frau. Und irgendwann kam dann der Moment, wo ich gesagt habe, ja, es ist genug, ich mag nicht mehr schreiben, ich mag nichts mehr komponieren, fertig, weg mit den Wörtern, weg mit dem Schreiben. Und dann, da bin ich eingeklinkt, genau in dieses Feld, wo ich als 10-jähriger Bub gesehen habe, jetzt mache ich Musik einfach aus Spaß. Und habe dann angefangen einfach zu spielen, egal was, und ohne Thema, ohne gar nichts, und dann experimentieren da, und dann habe ich mal zu einem, der hatte Knieweh, ich spiele zu deinem Knieweh, und dann ging das weg, und dann hat er gesagt, was hast du gemacht? Dann habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Weißt du auch nicht? Nein. So hat es eigentlich angefangen, und diese Findung, diese auch so wissenschaftliche Findung der Seelenmusik, ja, wir nennen das so und eigentlich sind wir so auf diesen Moment gekommen. Für mich war das die Geburt der Seelenmusik, als ich aufgehört habe, Musik zu schreiben. Aber dann ist ja auch
deine Musik oder die Seelenmusik eine Form der Heilung? Ich denke, die Seelenmusik, da sie ja einerseits taktlos ist, das wissen viele Musiker, was das heißt, wenn man nicht im Takt spielt, also es ist einerseits taktlos und andererseits ist es so, dass diese Musik frei ist. Es ist frei von allen Dogmen, es ist befreit von, das darf auch mal schräg tönen, das ist egal. Das spielt alles keine Rolle und in dieser Freiheit glaube ich, dass die Menschen, ja, dass sie sich berühren lassen. Also ich kann ja nicht von Heilung sprechen, ich weiß ja nicht, niemand, also außer jeder heilt sich selber. Mehr weiß ich nicht darüber. Aber das ist ja eine bestimmte Frequenz. Ihr spielt ja auf einer sehr hohen, quasi doch. Nein, das hat mit Frequenz eigentlich wenig zu tun, weil... Also ich meine aber jetzt diese Frequenzebenen, auf der alles sich abspielt, jedes Wort sich abspielt. Verstehst du? Die Musik hat für mich eine bestimmte Frequenz. Und mit dieser Frequenz ziehst du ja Menschen, denen es vielleicht im Moment nicht so gut geht, denen hilfst du ja, ihre eigene Frequenz anzuheben. Ja, wir bringen auch Leuten, denen es gut geht, bringen wir auch zum Weinen. Ja. Also es ist eigentlich von dem her, ob das eine Frequenz ist, wahrscheinlich schon. Ja, ich befasse mich schon mit Frequenzen als Musiker. Aber ich sehe das eigentlich eher so, dass das einfach etwas Gegebenes ist. Vielleicht hat es weniger mit Frequenz und mehr mit Bewusstsein zu tun. Auf alle Fälle gehen die Menschen in Resonanz. Ja. Manche ja. mehr, manche weniger. Ja. Genau. Zeit für eine neue Resonanz. Wir haben ja noch einen Musiker hier, den Manuel Stemp. Können Sie beide mal zusammen was kreieren? Für unseren Seelenkompass machen, für unseren musikalischen. Ja. Wenn es sein muss, ja, ja natürlich. Ja, wir haben wochenlang geübt. Wir haben nicht geübt und Manuel. Der Manuel ist so ein Typ, erstens verstehe ich ihn nicht, das macht ja nichts, er spricht ja eine andere Sprache wie ich. Das spielt auch keine Rolle, weil in der Seelensprache verstehen wir sowieso nichts. Aber dieses, ich habe ihn gefragt, wollen wir etwas ein bisschen üben? Er sagt, nee, das war's auch. Und das spielen wir jetzt, gell? Ist das okay? Also Manuel kommt also nicht aus einem asiatischen Kulturraum, sondern eher aus dem, wo ich herkomme. Und das ist natürlich für viele eine Fremdsprache, das weiß ich. Darum haben wir auch hier die Susan, die viele Sachen auch hier übersetzen kann. Genau. Super. Gut. Wir haben gedacht, dass wir dieses Lied einen Namen geben. Und dieses Lied heißt Wurzelbehandlung. Thank you.
Ich kann mir vorstellen, dass viele Zuseher, egal aus welchem Kulturkreis sie kommen, jetzt sagen, so eine Wurzelbehandlung hätte ich auch gern. Ja. Ja. Ja, allerdings. Und das alles ohne Üben. Respekt. Ja, Seelenmusik, Kompass. Das heißt, wir bräuchten eigentlich gar kein Konzept für unser Leben. Wenn das Leben so ist, dass wir permanent uns nach dem Herzen ausrichten, dann kommen wir immer auf der richtigen Spur, oder? Das wäre ein Kompass, ja. Das wäre ein Kompass. Ja. Also ich denke, jeder von uns hat das hier auf seine Art und Weise gemacht oder bietet es an oder... Ich glaube, es ist, je mehr wir bereit sind, aus dem Weg zu gehen, umso leichter funktioniert es. Oftmals uns selber aus dem Weg zu gehen. Ja, ja, tatsächlich. Je mehr wir bereit sind, dem Leben zu dienen, umso eher kann das durchscheinen und sich ausdrücken, was wir wirklich sind. Das ist ein bisschen paradox. Je mehr ich bereit bin, nicht so sehr ich selbst zu sein, umso mehr bin ich ich selbst. Das ist ein bisschen paradox, aber das hat ja was mit dem zu tun, was auch ein Medium macht. Susan, da bist ja du auch hier. Da bin ich auch nicht ich selbst. Da bist ja auch nicht du selbst, sondern es spricht auch was durch dich. Oder agiert oder kommuniziert oder informiert. Ja, tatsächlich. Also es kommt jetzt ganz drauf an, was es ist. Also mal ist es ein Verstorbener, mal sind es halt meine Guides oder... Oder Engel, ne? Genau, Engel auch. Also es babbelt relativ viel bei mir. Mit den Engeln haben wir überhaupt noch nichts zu tun gehabt heute? Doch, wir hatten doch hier schon, sie hat doch gesagt, die Schutzengel stehen hier. Genau, die Schutzengel stehen hier. Ja, na klar. Aber die haben keine Flügel, oder? Also ich sehe keine. Weil die werden ja immer mit Flügeln abgebildet. Ja, aber ich sehe keine. Kann ja sein, dass sie welche haben, aber meine ist, ich sehe sie nicht so. Was? Nicht unbedingt. Die freuen sich dann auch, wenn man über so Themen spricht, oder freuen sie die lieber? Ja, schon. Ja. Doch, schon. Und sie sind immer sehr, sehr, wie sie sagen, sehr offen, sehr hellhörig, wenn man es haben will. Ja? Weil sie natürlich wissen wollen, was wir Menschen so kommunizieren untereinander. Ja? Ach so? Natürlich. Und sie sind immer ein Teil. Also das ist immer so spannend. Also das ist so... sie sind ja immer da. Also wir haben ja immer gelernt, so in meiner Volksschulzeit war ja so, okay, die Verstorbenen sind irgendwo, ja, und keine Ahnung, Himmel, Hölle, wissen wir eh, das ist so der Klassiker, ja, also alles ist immer alles weit weg, das stimmt ja nicht. Das ist ja alles, also wir nicht sind wirklich. Ja, genau, sie sind ja immer alle unter uns. Es ist so, als ob die Parallelwelt so, sag ich mal, so ein Wimpernschlag von uns entfernt ist. Ja, da kommt mir auch in den Sinn, diese musikalische Umsetzung von dem Kompass neu zu richten, auszurichten. Diese Verkompliziertheit, die in der Musik stattgefunden hat. Die Musik ist ja so verkompliziert worden, dass eigentlich nur einer elitären, schon Zuhörer müssen elitär sein, damit sie das überhaupt verstehen. Und von den Musikern reden wir gar nicht, die ja krank werden, wenn sie diese Musik machen. Sie machen in vielen Landen ist es ja so, dass der Kammerton erhöht wird, damit es brillanter, damit es lauter wird, damit es irgendwie ganz komisch ist, wie ein Wettbewerb unter dieser Verkomplizierung. Und da kommen wir mit der Seelenmusik, da fehlen die Töne. Also da gibt's Tonreihen bei dieser Flöte, da fehlen die Töne. Also da fehlen ein paar Töne, fehlen da. Und das ist, ich glaube, die Magie ist da, wo nichts ist, wo kein Ton ist. Ja. Da entsteht die Magie. Das ist auch, Flöte ist ja dieses wunderbare, diese Metapher, gell? Eine hohle Flöte zu werden, durch die der Geist Gottes tönen kann. Das ist wieder diese Bereitschaft, aus dem Weg zu gehen und tatsächlich sich zu öffnen für das, wofür ich gedacht bin. Ja? Allerdings gehe ich davon aus, dass es nicht so was ist, dass irgendjemand hat mal gesagt, das ist deine Aufgabe. Und wenn, dann war es ich selbst, sondern meine Bestimmung ist das, was ich bestimme. Und das ist im Musikersprache, das ist stimmig dann. Man spürt sofort, jetzt macht's Klick, jetzt passt's. Und dieses Gefühl haben wir alle in uns. Ja, diesen Kompass, glaube ich, tragen wir alle in uns. Ja, genau. Aber ich glaube, dass wir nicht nur eine Bestimmung haben, sondern wenn man es jetzt mit Talenten zum Ausdruck bringt, dass jeder wahrscheinlich mehr Talente mitbringen. Nicht, dass er noch, ich muss nur auf ein Pferd sitzen, sondern ich kann mehr Talente zum Ausdruck bringen. Absolut. Aber es gibt bei all diesen Talenten dann einen gemeinsamen Nenner. Ja. Und das ist das, was ich vielleicht das wahre Wesen nenne, das zum Ausdruck kommt, meine Bestimmung. Ja. Aber natürlich kann sich das in vielen verschiedenen Bereichen ausdrücken.
die auf den ersten Blick sehr unterschiedlich sein mögen. Aber es ist immer eine bestimmte Qualität, wenn du so willst, die da durchschwingt. Weil es nur du bist, der das der Welt schenken kann. Genau. Wenn wir uns da wieder darauf besinnen könnten, dass die Menschen sagen, okay, ich entdecke meinen Sinn, meine Besinnung. Dass sie sich besinnen. Glücksmomente. Also ich denke, was ich hier so raushöre, ist, dass es eigentlich darum geht, dass man die Dinge vereinfacht. Mhm. Und dieser Kompass ist ja auch so ein total einfaches Symbol, ja, für den Weg, wo er lang gehen kann. Ja. Und dann fallen so viele Dinge links und rechts weg, die man dann einfach... Da fällt mir ein, dass der Sinn des Lebens ist Leben. Ja. Ich habe hier aber auch noch einen Sinn gefunden. Ja. Vielleicht möchtest du dazu mal was sagen, wie Leben funktioniert. Weißt du, was meine Kamera hält hier? Da ist nämlich ein Hase, der hier versucht, diese Möhre zu schnappen. Ja, ich meine, jeder hat ja so seine Passion, was er so beitragen könnte im Leben. Und während des Schreibens dieses Buches, das war so eigentlich das Ergebnis von meiner Arbeit in den Firmen und in der Industrie. Ich habe einfach mal ausprobiert, auf den Punkt zu bringen, was habe ich denn zu sagen? Gibt es ein USP, irgendwas Besonderes oder so? Ja? Und da ist mir aufgefallen, dass ich mich mein ganzes Leben lang damit beschäftigt habe, was uns beeinflusst im Außen. Also welche Orte, welche Räume, die Partnerschaften, was auch immer wir als Umfeld wählen, ja, triggert uns ja den ganzen Tag. Und das fand ich halt sehr spannend, weil viele Leute gehen zum Heiler, machen spirituelle Seminare, gehen auf tolle Konzerte oder waren in der Magieschule oder was auch immer. Und dann kommst du aber nach Hause, in dein Haus, zu deinem Partner, zu deiner Arbeit. Und dein Körper, der ja 100% Biologie ist, wird davon getriggert, also sozusagen beeinflusst im Außen. Ne? Das ist wie eine Badewanne. Man badet immer in den gleichen Umgebungen. Und man muss sich halt auch darüber im Klaren sein, dass diese Umgebungen beeinflussen. Wenn man das begriffen hat, ja, dann kann man nämlich auch bewusst Dinge verändern, wenn man denn Veränderung möchte. Und das habe ich so beschrieben. Und da ist mir eigentlich im Schreiben ist mir klar geworden, Petra, wenn du eins kannst, ja, dann ist es das. Also ich meine, jeder hat so seins. Ne? Du hast dich auf die Gespräche mit Verstorbenen so eingespielt und du auch wiederum deine Kompetenzen entwickelt. Ja? Und bei mir geht es eben um ganz klare, faktische Dinge. Also ich gehe auch zu den Leuten nach Hause und räume mit denen die Schlafzimmer um, weil ich sage, solange du in dem Zimmer, in dem Bett schläfst, geht das nicht gut, ja. Fühl mal rein, die legen sich dann irgendwo anders auf den Fußboden und machen die Augen zu und gucken, wie fühlt es sich eigentlich hier an und merken, oh ja, das ist ja viel, das ist ja ganz anders, das ist viel ruhiger, das ist entspannender und so weiter. Oder ich habe in der Industrie die Büros umgebaut und habe da die Führungskräfte auf verschiedenen Schreibtischstühlen sitzen lassen, damit sie mal mit geschlossenen Augen spüren, wo fühle ich meine eigene Kraft? Wenn ich jetzt hier sitze, oh, das fühlt sich ja ganz anders an als da hinten in der Ecke. So Kleinigkeiten, ja, die aber große Veränderungen hatten. Wenn ich acht Stunden woanders sitze und ich fühle mich richtig kraftvoll, kann ich kraftvolle Entscheidungen treffen, kann ich am Telefon anders agieren und reagieren. Und diese äußeren Dinge, das fasziniert mich halt total. Ja, das gibt es in Asien, ne? Feng Shui ist ja so ein Thema. Wenn wir in den Wald gehen, wissen wir sofort, Schwingung hier oder her. Genau. Das ist, da fühle ich mich irgendwie wohl. Genau, genau. Ne? Waldduschen oder wie auch immer, ist auch ein neuer Begriff. Genau, gehört alles dazu, ja. Da fühle ich mich gleich ganz anders. Ja. Ne? Und wenn man das auch zu Hause kann, ne? Der Wohnungskompass, die Petra. Und ich habe halt, ich erkläre gerne den Menschen, bis sie selber, weil im Grunde wissen wir es ja alle selbst. Und manchmal kommen wir dann in Zustände, wo wir auch spüren, riechen, fühlen, schmecken können. Ach, darum ist das so, ja. Und dann kann Veränderung stattfinden, wenn Erkenntnis, gefühlte Erkenntnis da gewesen ist. Und das mache ich gern. Machst du dazu auch Seminare oder bietest du Seminare oder Workshops in der Ja, Schule? Workshops auch, aber die meiste Zeit habe ich bis jetzt Beratungen gemacht und wir sind ja gerade dabei, so eine Bewusstseinsschule aufzubauen, wo man dann auch so Seminare machen kann. Klar habe ich Workshops gemacht und das hat mir totalen Spaß gemacht und habe so Führungsqualitäten in den Konzernen halt den Führungskräften gezeigt, dass sie die schon in der Sandkiste hatten. Das war echt wirklich toll. Ja. Also wenn dann so gestandene Männer, die dann da mit ihren riesigen Autos ankommen und so,
da auf einmal dann an Flipcharts irgendwas erarbeiten, wo sie merken, Mensch, da war ich ja gerade mal 5 Jahre alt, da habe ich ja schon im Sandkasten meine anderen Jungs so geführt oder habe schon gesagt, wo es lang geht oder auch nicht. Also toll. Also wenn man in sich selber spürt, dass alles eigentlich schon da ist. Aber das ist doch auch ein Geschenk, wenn man dann auf einmal aus so einer Position heraus, die ja eigentlich vorher noch gedacht haben, Spiritualität, das habe ich gar nicht. Die haben das auch unter Intuition, also unter anderen Intuition, Wörtern. Empathie, Wahrnehmung. Ne, man musste ja gar nicht unbedingt das Wort spirituell machen. Und damit ich selber da auch ein bisschen im Hintergrund sein kann, habe ich das auch gemacht mit einem Regisseur vom Theater, der dann die Leute da geführt hat, also wenn man weiß, der macht große Theaterstücke, dann darf der auch ein bisschen künstlerisch so alle möglichen Sachen machen. Also ich finde es halt schön, wenn man die Leute auf eine ganz normale Art und Weise daran führt. Viele schrecken so zurück vor den Worten Spiritualität, Esoterik, was auch immer. Die denken, sie müssten dann abheben. Ich schaue halt, dass ich das immer so erklären kann, dass man es fühlen kann. Ja, und super. Kompass für meine Seele, das steht ja heute auf der Brigitte, ne? Absolut stummrein. Bis dahin ist es schon gekommen, ne? Ne? Das kann man, ja. Also heute ist das gesellschaftskonform. Also diesen Brigitte ist ein Frauenmagazin. Ja, genau. Dürfen keine, das auch die Männer lesen dürfen, oder? Ja, da gibt es das auch. Da gibt es das im Harvard Business Manager. Okay. Habe ich auch gelesen. Also das verbirgt sich überall, ja. Nimm dann den nächsten Sponsor, oder? Ach so. Ich probiere es mal. Wird geschnitten. Nein, wir lassen alles drin, wir sind frei. Bietest du denn irgendwas an für deine Kunden, außer die Möglichkeit der Heilung, auch, dass sie selber in ihre Kraft kommen, in ihre Seele kommen können? Ja, also eben, wie ich gesagt habe, also sagen wir so, ich gebe ihnen schon einerseits meinen Kartenset mit, aber auch diese Ideen, diese Coaching-Techniken und Anführungszeichen, weil meine Klienten sind ganz viele, die so, wie soll ich sagen, sehr im Kopf lastig sind, also sehr im Verstand, und ich muss ja immer abholen, zuerst zu sagen, jetzt kommen wir mal aus deinem Verstand in das Herz. Und da gibt es halt gewisse Techniken, also im Sinne von Symbolarbeit. Ich mache das so gern, genau, ich bin ja da ganz in der Magie zu Hause quasi, wo ich sie abhole und sage, jetzt kommen wir mal. Ja, weil mein Verstand ist zum Beispiel ein Clown, also das ist immer ganz lustig, ich sehe ihn ja immer mit so Schuhe und also mit so große, wie soll ich sagen, runde Schuhe, die nach oben sind und einen Mantel und so. Und ich versuche das auch immer so ein bisschen auch in den Sehnen zu bringen, ja, weil ich ja, wie gesagt, die Verstandsmenschen sind ja immer jene, die dann immer nur glauben, was sie sehen, und deswegen bringe ich sie halt immer ins Sehnen und gleichzeitig halt um das Lachen. Ich denke, wenn man das miterlebt hat, also das geht ja immer alles über das Gefühl, aber ob man jetzt beim Bernhard war oder bei der Ursula oder bei mir oder im Konzert mit dir, ja, man wenn der Mensch das fühlt, in sich spürt, ja, dann kommt die Erkenntnis, darf dann einsacken, die darf dann einfach tiefer gehen. Und wenn es ihm gut tut, kommt er wieder. Ja, das Problem ist, dass sie halt dann ganz viele, also viele, du kennst halt, ich kommen ja nicht ins Fühlen, das ist ja das Problem. Das heißt, du musst ja zuerst einmal ins Fühlen bringen. Ja, genau. Weil die sind ja immer aber nur dazu oben und sagen, ja, bei dir. Ja. Genau, ja, und genau. Du vergessen. Das, ja, genau. Tom. Ja, Tom, ja, du sagst es. Die kriegen dann so einen Keulen. Nein, das nicht. Aber das ist ja, glaube ich, was wir alle so dieses Thema haben, egal in welchem Bereich man arbeitet, ich meine, sie mal ins Fühlen zu bringen, genau. Und so, fühl einmal dein Leben, das gibt's ja nicht, wenn du das anfängst. Gibt's fühlen, nicht. Ja, weil ich sag mal, überlegst du dir das nicht? Sagst du, ich meine, dann kommen sie zu mir mit einer Medikamentenliste, Nahrungsergänzung, was auch immer, ja, wo ich sage, fühlst du, bringt das was? Und dann sagt derjenige, weiß es nicht. Oh ja, genau. Wo ich sage, ja, was hast du, weißt nicht, ob dir das jetzt gut tut oder nicht? Das heißt, wir geben den Kompass für unser Leben jemand anders, ja, genau. Und der sagt dann, du musst links oder rechts. Richtig, das haben wir auch vielen in der Schulmedizin gegeben. Ja, wir haben gesagt, boah, der Gott in Weiß, der weiß ja alles. Ja? Ja. Und Gott in Weiß war eben der Primar, Doktor, irgendwas. Ja. Und der ist, der wird dich. Aber der führt auch nur sein Leben und nicht deins. Ja, aber im Endeffekt ist es in fast allen Bereichen so, dass die Menschen ihr Leben quasi abgeben. Richtig. Genau das ist auch, was ich immer wieder erlebe, dass sie zu mir kommen und sagen, jetzt sag mir, was meine Lebensaufgabe ist. Und das Erste, das darf dir niemand anderer sagen, außer du dir selbst. Was ich machen kann, ist, dich dorthin zu begleiten, dass du dich daran erinnerst und sagst, ah ja, stimmt, genau, das kann ich machen, aber ich werde mich nicht für dich erinnern, ich kann dir diese Arbeit nicht abnehmen, ich kann dich dort begleiten und ich kann dir dann auch zeigen, wie du es umsetzt.
das ist dann nämlich der nächste Schritt, das mal zu fühlen. Ja, genau. Und dann auch zu schauen, okay, auf welche Weise kann ich das, wer ich wirklich bin, ins Leben bringen, so dass es mich bereichert, andere bereichert, das leicht geht. Aber das ist wirklich großartig, weil andersrum gedreht wäre es ja Manipulation. Ja. Und man darf ja nicht vergessen, dass auch in diesen Bereichen, in denen wir hier sind und auch arbeiten, tatsächlich sehr hilflose Menschen ankommen und Menschen, denen es wirklich nicht gut geht. Und es wäre natürlich auch ein leichtes, sie in dem Sinne zu manipulieren. Deswegen ist es wichtig, auch so zu hören, dass man sagt, okay, das ist deine Verantwortung, jetzt musst du auch dazu stehen. Also du gehst den Weg, nicht wir gehen den. Ganz genau. Ja, die Geschichte ist ja voll unserer Menschheit von Manipulation und von Strukturen und von, ja, vom Folgen müssen. Dieses Wort erinnern, ja. Da klingelt bei mir ja. Was. Oder da, diese Erinnerung an irgendetwas, mhm. dass etwas in mir aufbricht oder dass ich durch ein Wort oder vielleicht auch durch ein Unwort oder vielleicht sogar durch einen Klang oder einen Unklang mich an irgendetwas erinnere, ob das ein vielleicht reduzieren wir das auf Schwingung, ob das jetzt Ton ist oder Farbton oder Geschmack oder was auch immer. Ja, ich habe es natürlich am liebsten mit der Musik, klar, mit der Musik, wenn die Leute sich daran erinnern, was da passiert. Und da erleben wir schon viele Sachen, die Leute uns erzählen, was wir nicht wissen. Und, mhm. und es ist auch gut so, es ist auch egal, ob wir es wissen oder nicht. Wir müssen das ja nicht wissen. Und es ist gut, wenn diese Person das selber dann auf die Idee kommt, ja Mann, ich bin ja großartig, oder? Und dieses daran erinnern, ich greife das Wort nochmal auf, ist etwas ganz Interessantes, was in unserer Arbeit als Seelenmusiker und was wir mit meiner Frau zusammen, dass wir da den Leuten diese Möglichkeit anbieten, sich an etwas zu erinnern. Und da sind wir weg von der Manipulation. Mhm. Und das hätten wir aber auch gerne jetzt nochmal eine Erinnerung, dass du als Musiker auch hier in der Runde bist. Schon wieder. Wenn du willst, darfst du nochmal unsere Herzen berühren, unsere Seelen neu ausrichten mit deinem musikalischen Kompass. Wäre ganz toll. Danke. Danke. Thank you.
Na, Tino, danke für die Erinnerung und leider sind wir aber wieder am Ende der Sendung angekommen. Weil ich wollte noch eins sagen, geht es noch? Ja, gern. Ja, weil mir ist so aufgefallen, das ist auch bei deinen Karten so, ja, dass du gesagt hast, es gibt Futter für den Mind und währenddessen kann die Berührung mit der Seele, die Erinnerung stattfinden. Das mache ich auch und du vielleicht auch, ja. Jeder holt sich so seine Erkenntnisse, sein Futter für den Mind, für das Tagesbewusstsein und gleichzeitig kann aber dieses Innere auch berührt werden, auftanken und dadurch auch Kraft kriegen, vielleicht Veränderungen einzuleiten. Vielleicht ist die Musik da noch ein bisschen purer, weil ich weiß jetzt nicht, wo da das Futter für den Mind ist. Das geht dann gleich rein. Aber so wir haben Gefühl, ja Kompass für die Seele und nicht ja. Futter für das Mind. Aber das ist eine Kombination. Danke, dass ihr dabei wart. Danke, Susan, für die Moderation. Danke. Und danke, liebe Zuseher, dass Sie wieder dabei waren bei Wurzelheimat. Und ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder einschalten. Danke euch.